So, die Installation des Security Compliance Managers ist jetzt beendet. Und hier haben wir jetzt die Standardoberfläche. Auf der linken Seite sind die installierten Baselines zu sehen. Wir haben ja einmal die Microsoft Baselines inklusive der nachinstallierten, geupdateten Baselines für Windows 10 und für Windows Server 2016. Wir haben hier in der Mitte einen Überblick über die Hilfe. Das heißt, hier sehen wir im Moment die ganzen Hilfe. Dateien, die uns vom Tool mitgeliefert werden. Die sind tatsächlich relativ brauchbar. Da kann man durchaus mal reinschauen, zumal es ansonsten relativ wenig Dokumentation zum SCM zu finden gibt. Und hier auf der linken Seite haben wir dann die Taskpane, mit der wir unsere Einstellungen bearbeiten können. Wenn wir zuerst mal auf der linken Seite uns die Microsoft Baselines anschauen, ich wähle hier einfach mal die Windows 10 Version 16.07 Baselines aus, dann bekommen wir zusammen mit der Baseline eine Reihe von Dokumenten mitgeliefert, unter anderem die Release Notes zu diesem Paket, zu dieser Baseline, dann ein Referenzfile im XML-Format, HDMX-Format-Vorlagedateien und eine SCAP-Datei oder SCAP-Datei. SCAP steht für Security Content Automation Protocol und das ist eine alternative Variante, um Templates zur Verfügung zu stellen, Sicherheitstemplates zur Verfügung zu stellen. Damit haben wir hier aber nichts weiter zu tun. Und hier sind jetzt die mitgelieferten Templates. Einmal BitLocker Security, Computersicherheit, Credential Guard Einstellung, Domain Security Compliance, also Computereinstellungen für Domain Computer und User Einstellungen. Wir nehmen uns einfach mal das BitLocker Security Template vor, weil das noch einigermaßen überschaubar ist. Einige von diesen Templates haben über 1000 Einstellungen. Und das ist dann auch einer der Punkte, wo der Security Compliance Manager manchmal ein bisschen zäh wird. Die grafische Oberfläche ist nicht immer wirklich schnell. Man sollte also nicht den allerlangsamsten Rechner benutzen. Wir haben hier unsere BitLocker Security Settings gruppiert nach einzelnen Kategorien. Hier zum Beispiel haben wir die Gruppe BitLocker Drive Encryption, BitLocker Drive Encryption Fixed Data Drives. Das heißt, die einzelnen Settings, die wir hier sehen, die sind einfach nach Gruppen kategorisiert. Und wenn man sich so eine Einstellung mal anschaut, ich wähle mal wahllos eine aus, Choose how BitLocker protected fixed drives, dann geht ein zusätzliches Fenster auf. Und das ist auch ein bisschen eigenwillig. Wenn man dieses Fenster nämlich schließen möchte, dann muss man hier den Collapse-Button anklicken und alternativ kann man eine andere Einstellung auswählen, dann geht jeweils das Fenster für die nächstfolgende Einstellung auf. In den Einstellungen selber haben wir hier einen ganzen Stapel voll von Möglichkeiten, die wir auswählen können, allerdings nicht in diesem Standard-Template. Wir können hier festlegen, ob die Einstellung konfiguriert sein soll oder nicht, also Not Configured, Enabled, Disabled. Wir haben hier die Einstellungen, die man eben normalerweise in der Gruppenrichtlinie setzen würde. Wir haben eine Severity, ein Kommentarfeld und wenn wir auf Settings Details klicken, haben wir zusätzlich auch noch eine Beschreibung zu der Konfiguration, die wir hier setzen, der Pfad in der Gruppenrichtlinie, wo wir diese Einstellung wiederfinden, eine Beschreibung und hier ganz wichtig die Vulnerability, also die Angreifbarkeit, die Angriffsfläche der Fehler, der durch diese Einstellung behoben wird, die möglichen Auswirkungen, wenn diese Einstellungen eben falsch gesetzt sind und die Maßnahmen, die man treffen kann, um diese Verwundbarkeit hier auszuschalten. Das finden wir in den Settings Details. Also in den Details kann man nichts konfigurieren, sondern die Details beschreiben jeweils nur die einzelne Konfiguration. An diesen Einstellungen können wir hier nichts ändern. Diese Standard-Templates sind also nicht veränderbar, sondern die kommen so, wie sie sind und die bleiben auch so. Um Änderungen an den Templates durchführen zu können, müssen wir diese Templates kopieren. Das heißt, wir können jetzt das BitLocker Security Template auswählen und dann gehen wir auf der rechten Seite in das Taskpane und hier haben wir die Möglichkeit, eine Einstellung zu duplizieren, indem wir auf Duplicate gehen. Dann wird ein Vorlagefenster aufgemacht, in dem wir den Namen für die neue Richtlinie, für die neue Baseline konfigurieren können.
Standardmäßig haben wir hier Copy auf Windows 10 1607 BitLocker Security. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal BitLocker Security Template Kopie. Dann können wir hier eine Beschreibung eintragen. Und wenn wir jetzt sagen Save, dann sehen wir, dass hier oben unter Custom Baselines eine neue Kategorie aufgemacht wird. Das heißt, die Kategorie aus der Microsoft Baseline wird hier oben automatisch übernommen. Und hier wird dann unsere angepasste oder unsere kopierte Baseline hinkopiert. Wenn ich die auswähle, dann sieht das erstmal so ähnlich aus wie in der Microsoft Baseline. Allerdings gibt es hier einen wesentlichen Unterschied. Wir können die Einstellung jetzt bearbeiten. Wenn ich hier in Force Drive Encryption Type auf Fixed Drives auswähle, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, die Wichtigkeit zum Beispiel anzupassen. Die Wichtigkeit gibt es in vier Kategorien. Von Critical über Important zu Optional zu None. Und wichtig hier ist, Microsoft hat selber definiert oder das Security Compliance Manager Team hat definiert, Critical sind Einstellungen, die gesetzt werden sollten. Important sind Einstellungen, die eigentlich auch gesetzt werden sollten, wo es aber zu Kompatibilitätsproblemen führen kann, die deswegen hier nur empfohlen sind, aber wo man eben vorsichtig sein muss mit den Einstellungen. Optional, der Name schon sagt, sind dann Einstellungen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und None ist freibleibend, also muss nicht konfiguriert werden. Auch hier haben wir wieder die Settings Details. Und hier kann ich jetzt eben sagen, die Einstellung soll gesetzt sein. Ich kann den Encryption Type festlegen. In diesem Fall Full Encryption oder Use Space Only Encryption. Full Encryption verschlüsselt das komplette Laufwerk, während Use Space Only Encryption im Normalfall schneller geht, weil es nur den Bereich der Platte verschlüsselt, der tatsächlich Daten beinhaltet. Kurze Erläuterung dazu, wenn ich sage Use Space Only Encryption, besteht das Risiko, dass schon Daten auf der Platte vorhanden waren, die inzwischen in nicht mehr genutzten Bereichen stehen und die dann natürlich nicht mit verschlüsselt werden. Also im Normalfall bei bereits verwendeten Platten ist es sinnvoll, immer die volle Verschlüsselung zu verwenden. So. Und damit habe ich hier eine Einstellung in meiner BitLocker Security, meinem BitLocker Security Template angepasst. Das können wir mit mehreren Einstellungen machen. Schauen wir uns gerade mal an, was die einzelnen Spalten hier in diesem Template bedeuten. Wir haben hier natürlich einmal den Namen, ich denke, das ist selbsterklärend. Dann haben wir den Standardwert, also hier sehen wir, was standardmäßig auf dem System gesetzt ist. Dann haben wir die Einstellung, die im Template gesetzt ist. Und unter Customized sehen wir die Einstellung, die angepasst wurde. Im Normalfall ist es also so, wenn wir eine Einstellung aus einem Template importieren, dann gibt es tatsächlich Einstellungen, die auch im Template gar nicht konfiguriert sind, aber trotzdem im Template drinstehen. Da kommen wir gleich nochmal darauf zurück, das ist ganz wichtig. Wir haben die Einstellungen, die von Microsoft gesetzt sind und im Normalfall sind die Einstellungen aus oder nicht nur im Normalfall, sondern es ist immer so, dass eine Einstellung, wenn sie im Microsoft Standard Template gesetzt ist, sowohl unter Microsoft als auch unter Customized den gleichen Wert stehen hat. Selbstverständlich, weil die Einstellung, wenn sie von Microsoft angepasst ist, natürlich auch den angepassten Wert hat. Warum gibt es diese beiden Einstellungen überhaupt? Unter anderem deshalb, weil ich jetzt eben unterscheiden kann zwischen Einstellungen, die von Microsoft gesetzt worden sind und Einstellungen, die ich selber angepasst habe. Das heißt, wenn hier unter Microsoft und unter Customized unterschiedliche Einträge stehen, heißt das, dass das Einstellungen sind, die benutzerspezifisch angepasst worden sind. Und hier hinten unter Path finden wir dann jeweils den Ort wieder, wo diese Einstellungen in der Gruppenrichtlinie gesetzt werden können. So, das heißt, wir haben jetzt einfach eine Einstellung hier angepasst. Wir haben noch ein paar weitere Möglichkeiten. Wir können unser Template nämlich auch mit eigenen Werten versehen. Auch das ist nicht ganz selbsterklärend. Wir schauen hier gerade mal in dem Task Pane auf der rechten Seite. Hier haben wir zwei Möglichkeiten, unser Template anzupassen. Und zwar können wir einmal Settings Groups hinzufügen.
Das mache ich hier einmal. Ich lege eine neue Gruppe an. Diese Gruppe bekommt einen Namen. Ich nenne die einfach mal BitLocker Custom. Ich kann hier noch eine Beschreibung eintragen. Ich kann noch einen Kommentar eintragen. Diese Einstellung, diese Gruppe kann ich jetzt hinzufügen. Überraschenderweise passiert im Template erstmal überhaupt nichts. Das liegt daran, dass diese Gruppe für dieses Template jetzt zwar verfügbar ist, aber da unter dieser Gruppe noch keine Einstellungen stehen, wird diese Gruppe auch nicht angezeigt. Das heißt, man muss jetzt Einstellungen zu der Gruppe hinzufügen. Jetzt kommt der nächste etwas eigenwillige Konfigurationspunkt. Ich kann hier an dieser Stelle jetzt nämlich Settings zu meinem Template hinzufügen. Wenn ich jetzt auf Add gehe, dann sehe ich hier ein Feld zum Hinzufügen von Eigenschaften und hier haben wir unsere Settings Groups und hier finden wir jetzt auch BitLocker Custom wieder. Dummerweise findet man nichts zum Eintragen hier, also keine Settings. Ich kann hier also nicht sagen, ich möchte einen Registry-Wert hinterlegen oder ich möchte irgendeinen beliebigen Gruppenrichtlinien-Eintrag hier hinterlegen, sondern ich kann nur Settings verwenden, die sich bereits in den Templates befinden. Oder andersrum gesagt, ich kann hier keine eigenen Einstellungen hinterlegen. Ich kann keine eigenen Gruppenrichtlinien-Einstellungen hinterlegen. Ich kann keine eigenen ADMX-Files hinterlegen, sondern beim Import der Templates sind gleichzeitig auch alle Settings definiert worden, die über Templates verwaltet werden können. Diese Einstellungen sind alle in die Datenbank importiert und hier in der Version Windows 10 Version 16.07 gibt es keine Settings, die nicht bereits im Template eingetragen sind. Ich kann hier also nur Settings hinterlegen, die zu der Gruppe, zu dem Produkt gehören und die, das ich hier oben ausgewählt habe und die noch nicht konfiguriert worden sind, die noch nicht irgendwo eingetragen sind. Ich kann hier jetzt aber durch die verschiedenen Gruppen gehen und ich will jetzt nicht alle einzeln ausprobieren. Wenn ich zum Beispiel auf Windows Server 2012 gehe, dann habe ich hier einen ganzen Stapel voll von Settings, die in der Datenbank, die im SQL Server Express über die Templates importiert worden sind und die eben in meinem Template noch nicht drinstehen, die ich hier in diesem Template aber verwenden kann. Und jetzt könnte ich hier, das hat relativ wenig mit BitLocker zu tun, aber zum Beispiel sagen, do not display the lock screen. Und hier sehen wir jetzt die neue Gruppe und hier sehen wir die entsprechende Einstellung. Da diese Werte nicht von Microsoft vorgegeben sind, steht hier bei Microsoft auch kein Wert drin. Jetzt kann ich diese Einstellung aktivieren, kann die Severity eintragen. Die Settings-Details kann ich hier an dieser Stelle nicht bearbeiten. Und damit habe ich mein Template angepasst. Also, wir merken uns, wir können zu einem Template immer nur Einstellungen hinzufügen, die in der Microsoft SCM-Datenbank hinterlegt sind, die also durch Templates importiert worden sind. Werte, die nicht in den Templates drinstehen, können hier auch nicht hinzugefügt werden. Ich habe also nicht die Möglichkeit, beliebige Security-Templates zu definieren, so wie ich das möchte, sondern ich kann nur das definieren, was Microsoft von vornherein in den Einstellungen aufgenommen hat. Wir können die Ansicht auch filtern. Wir haben hier oben in den Templates jeweils eine Advanced View und wenn wir die aufmachen, dann können wir auswählen, welche Einstellungen aus unserem Template wir uns anzeigen lassen möchten. Hier Computer Configuration. Wir haben keine Benutzereinstellung in dem Template drin. Deswegen kann hier nur eine Computerkonfiguration ausgewählt werden. Wir haben administrative Vorlagen. Und jetzt sehen wir, hier gibt es drei verschiedene Bereiche, in denen Einstellungen gesetzt sind. Windows-Komponenten, System und Control-Panel. Und die kann ich dann hier entsprechend auswählen. Ich kann hier auch definieren, welche Columns angezeigt werden sollen. Das heißt, es gibt noch mehr Werte als die, die wir jetzt standardmäßig sehen. Ich kann auch das Kommentarfeld zum Beispiel einblenden oder auf welchem Betriebssystem diese Vorlage verfügbar ist. Ich kann hier auch sagen, ich will die Gruppen ausblenden.
und einfach nur alle Einstellungen untereinander sehen. Und ich kann hier sogar nach einzelnen Einstellungen suchen. Zum Beispiel gebe ich hier Encryption ein und dann finde ich in meinem Template alle Einstellungen, die das Schlüsselwort Encryption enthalten. Interessanterweise kann ich nicht nur über das einzelne Template suchen, sondern ich habe hier oben rechts auch noch die Global Settings Search. Über Global Settings Search bin ich in der Lage, über sämtliche importierten Templates zu suchen. Also auch hier könnte ich jetzt wieder Encryption eingeben. Das dauert dann ein bisschen länger, weil er sämtliche Templates durchsuchen muss. Und dann finde ich hier alle Einstellungen, die das Suchwort Templates beinhalten und kann dann auch in das entsprechende Template reinspringen. So, also wir fassen zusammen, ein Template wird bearbeitet, indem man es erstmal kopiert und dann hier in den Custom Templates Einstellungen ändert oder über Settings Einstellungen hinzufügt. Wenn man eigene Gruppen für die Verwaltung anlegen möchte, macht man das über Setting Group. Diese Groups werden aber erst dann sichtbar, wenn man auch Settings hinzugefügt bzw. bestehende Settings in diese Gruppe hinein verschoben hat. Um unser Template jetzt anwenden zu können, müssen wir das Template als Gruppenrichtlinie exportieren. Das heißt, der nächste Schritt ist, unser bestehendes Template zu nehmen und dann in einen Gruppenrichtlinien-Backup zu exportieren. Das heißt, das Einfügen in unsere Domänenumgebung geht immer, indem wir ein bestehendes Template nehmen und dann hier als Backup anlegen. Dafür geben wir den Exportreiter in der Taskpane, sagen GPO Backup. Dann geben wir einen Ordner an, in dem wir dieses Backup hinterlegen wollen. Ich lege mal einen neuen Ordner an und nenne den SC Export. Der ist schlauerweise in dem schon existierenden Ordner SC Import gerade. Das soll mich jetzt aber nicht weiter stören. So. Und dann ist meine Einstellung, mein Template hier als Gruppenrichtlinie exportiert worden, als Gruppenrichtlinie Backup. Und jetzt brauche ich auf meinem Rechner nur die Group Policy Management Konsole aufzumachen. Hier in Gruppenrichtlinienobjekte ein neues Gruppenrichtlinienobjekt anzulegen. Ich nenne das jetzt mal BitLocker Settings. Security. Stören sich nicht an den anderen bestehenden Gruppenrichtlinien. Das hier ist einfach nur mein Testsystem. So. Security BitLocker Settings. Und hier kann ich jetzt die Daten aus der Sicherungseinstellung oder aus dem Backup importieren, indem ich Security BitLocker Policy auswähle und dann aus dem Kontextmenü auswähle Einstellungen importieren. Dann gebe ich den Ordner an, in dem das Backup liegt. Hier sehe ich jetzt mein Template, BitLocker Security Template Kopie. Importiere das Template. An dieser Stelle könnte ich jetzt noch die Sicherheitsprinzipale über Migrationstabellen anpassen, also sprich die bestehenden Konten aus dem Template an die SIDs oder die Benutzer meiner Domäne anpassen. Das wird hier in meinem Fall tatsächlich gleich zu einem kleinen Fehler führen, weil ich ein deutsches System habe, ein deutsches Windows, aber die Vorlagen, die englischen Benutzernamen für die lokalen Gruppen verwendet. Das heißt, wir sehen hier, Achtung, der Sicherheitsprinzipal Local Service, lokaler Dienst, konnte nicht aufgelöst werden. Und der Network Service heißt in meinem Fall auch Netzwerkdienst, das heißt, auch den kann er nicht auflösen. Das können wir jetzt noch über Migrationstabellen uns vereinfachen. Das soll mich jetzt hier an dieser Stelle nicht stören. Und jetzt habe ich hier meine Security BitLocker Settings anhand der Microsoft Sicherheitsvorgaben importiert, inklusive der Anpassung, die ich persönlich durchgeführt habe
Und diese Richtlinie könnte ich jetzt auf ein Testsystem loslassen, um mal zu gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, um die Richtlinie dann später im System zu importieren. So bekommen wir also auf relativ einfache Weise ein Security-Template in unser System importiert. Und im zweiten Teil des Videos werde ich Ihnen dann zeigen, wie man mehrere Templates zusammenführen kann und wie man in der Lage ist, bestehende Gruppenrichtlinien auch zu importieren, um sie dann mit den Templates zu vergleichen. Das heißt, wenn wir wissen wollen, das ist ja das, was wir auch mit dem Policy Analyzer gemacht haben, sind die Einstellungen in meiner Domäne den Vorlagen, den Baselines entsprechend angepasst oder gibt es da Differenzen zwischen den einzelnen Einstellungen, dann kann ich das hier direkt im Security Compliance Manager machen, indem ich eine Gruppenrichtlinie nehme, importiere, mir dann anschaue, wo die Unterschiede liegen und dann kann ich meine importierten Gruppenrichtlinien auch wieder anpassen über die Templates und dann wieder exportieren und in meinem System importieren. Dann bis zum nächsten Video.